Herzlich willkommen, Chef in der Woods. Vielleicht sehen das schon hinter mir. Es ist sehr, sehr schlimm momentan, wie es da aussieht, katastrophal. Alles voll abgeholzt wird da. Unglaublich. Da war mal alles Wald gewesen. Schade, hat uns aber nicht zu stören, auch nicht zu beeinflussen. Wir sind heute da, es gibt ein richtig geiles Tomahawk Steak. Ungefähr 1,5 Kilo schwer. Dazu habe ich ein Wagyu Beef. 450 Gramm schwer. Dazu gibt es gefüllte Peperoni mit Speck und Käse überbacken und zum Dessert gibt es eine ganz einfache Schoki-Banane. Ich mache mal ums Feuer, schaue, dass das läuft. So, erstens Peperoni schneiden. Auch das da rein kann man einfach schnell ein bisschen rausschneiden. Ich mache das ganz einfach. Zack. So. Und Mais. Auf die Seite. Nummer 2, auch da schnell rausschneiden. Wunderbar. So, das Weisse da wird niemand essen, einfach weg. Das gehört zum Kerngehäuse. So. So sieht das aussehen, tipptopp. Die hier da. Die schneiden wir in kleine Würfel. So. Gelbe ebenfalls, grünen einfach rausdrucken. Tipptopp. Dazu habe ich Speck. Etwa 400 Gramm. Einfach so, wie noch in der Packung ist. Badam. Durchschneiden. Dann schön streifen. Wenn die Peperoni gefüllt sind, heisst es ab auf den Grill mit denen. So wunderschön sehen die aus.
So, dann kann der Käse wunderschön schmelzen, der Speck brötelt hoffentlich ein bisschen an. Das wäre mein Traum, meine Traumvorstellung. Tipptopp. 3/4 Stunde sicher. So, Fleisch haben wir am Start. Ein fettes Tomahawk Steak. 1,5 Kilo circa. Dazu eben 400 Gramm Wagyu Beef. Gebraten auf einem Salzstein. Das kommt sehr, sehr gut. Ich mache es zum ersten Mal. Mal schauen, wie es kommt. Ich freue mich sehr, um das zu machen. Ah, genau. Dessert natürlich. Was hätten wir denn da noch dabei? Wir haben 2 Bananen. Und wir haben Schokolade. Das gibt mir richtig geile Schokobananen von früher. Ich habe das als Kind schon immer sehr gerne gehabt. Darum werde ich da heute als alter Klassiker wieder aufleben lassen. Ich freue mich sehr, zum da essen. Ich freue mich sehr, zum da machen. Sehr einfaches Rezept, brauchst nicht, zum da machen. Einfach 2 Bananen, ein bisschen Schoki, ein Grill, ein Feuer. Und dann läuft's. Fürs Tomahawk Steak habe ich natürlich wieder selber gemacht, einen Rub dabei. Ganz ein simpler Pfeffer-Rub. Sehr einfach. Pfeffer gemahlen, Salz, ein bisschen Zitronen. Zitronenabrieb, der kommt richtig gut für das Tomahawk Steak, allgemein für Rindfleisch eigentlich sehr, sehr gut, nebst natürlich meinem selber gemachten Rindfleischrub. Blut ist bereit, ich werde jetzt das Tomahawk Steak schnell marinieren, respektive rubben mit dem Pfefferrub. Wagyu Beef noch ein bisschen. Einfach damit das Tomahawk Steak und das alles schön gleichzeitig fertig ist. Schön sieht das aus, wunderschön. So. Beide Seiten. Kommt das einfach auf den Grill. So, etwa 2 Minuten. Dann tue ich es einmal quer wenden. Dann tue ich das Wagyu Beef drauf. Nochmal 2 Minuten nach dem Wenden und dann ist beides miteinander fertig. Pepperoni auch. So, 2 Minuten sind um. Wir kommen, wir nehmen unser Fleisch. Ich rühre jetzt einfach einmal so rum. Wie ihr seht, Peperoni, wunderschön. Der Salzstein ist sehr heiß. Nach 2 Minuten das Wagyu Beef drauf. Weitere 2 Minuten. Wenden, Wagyu Beef, 1 Minute pro Seite, tipptopp fertig. Wagyu Beef. Sehr schön. Wunderschönes Stück Fleisch haben wir da. Einmal kurz trocken tupfen. Und dann gehen wir mit dem Schätzli über zum Feuer. In der Zwischenzeit sind 2 Minuten vergangen. Ich tue schnell unser Tomahawk Steak einmal noch so umdrillen. Wunderschön. Dann nehmen wir das da her. Ein
einfach da drauf legen. 1 Minute pro Seite. Und wir sind essbereit. Das Wagyu Beef haben wir etwa für 30 Sekunden ganz schnell auf die ganz heiße Rost gelegt, damit es einfach schnell ein bisschen Grillmuster annimmt. Etwas fürs Auge natürlich auch noch, gell? Das ist wichtig. So, ich denke, wir können es nehmen. Es ist schon soweit. Sehr schön. Hätten wir da unser Tomahawk Steak. Wunderschön. So, Tomahawk Steak. Der Wagyu. Dann hätten wir noch unsere geile Peperoni. Schneiden wir jetzt einfach auf. Schauen wir mal, schön. Käse wunderbar geschmolzen, Peperoni sehr weich. Schmeckt sehr gut. So, für die Jockey-Bananen, wir schneiden sie einfach auf, so wie ich das da schon vorbereitet habe. Dann kommen da etwa 3-4 Stückchen Schock rein. So. Etwa für 10 Minuten, 20 Minuten auf der Grill, je nach Glut. Und dann ist die Schocke wunderschön geschmolzen, die Banane heiß und das ist ein Traum. Fertig. Wir haben da kleine Schalen vorbereitet. Zack, ja. Wunderschön. So. Einfach aufschneiden. So, dann ist das so sehr schön. Jetzt
So, wieder mal war es das gewesen, Chef in der Woods. Es hat mich sehr gefreut heute. Können mit euch das zusammen machen, Tomahawk Steak. Auch die Peperoni sind sehr, sehr gut geworden. Muss ich sagen, der Speck hätte vielleicht noch ein bisschen knuspriger können sein. Aber im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Mal, danke vielmals fürs dabei sein. Danke vielmals fürs Zuschauen. Hat mir sehr Spass gemacht. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Chef in der Woods.